Hallo und herzlich willkommen mal wieder zurück zu Minecraft Pocket Edition Survival Let's Play. Und ja, beim letzten Mal hatten wir angefangen, diesen Pferdestall zu bauen. Mein Pferd sollte immer noch hier drin sein, was es auch immer noch ist. Sehr schön. Die Frage ist halt nur, wie wir es da rausbekommen. Ja, aber gut, das wird sich noch klären. Ihr hört, dass sich meine Stimme verändert hat. Das liegt am Stimmbruch. So, außerdem könnte ich in dieser Folge noch die Nether-Festung erforschen, die ich in der letzten Folge entdeckt habe. Und ja, das sollte, denke ich mal, schaffbar sein. Da hinten ist ja auch das Nether-Portal. Aber zunächst einmal möchte ich dieses Pferd erstmal da aus dem Wasser rausbekommen. Und ja, die Frage ist halt wie. Aber ich denke mal, es ist möglich, wenn ich es hier schiebe und dann hier, genau. Boah, diese Schwimmsteuerung ist aber auch so, man muss, ja, Pferd, beweg dich, da lang, genau. Hallo, da, weiter, nein, da nicht lang. Genau, da lang und da raus. Da kommst du dann raus. Jetzt. Ja, es ist draußen. Ja, endlich. So, dann kann ich jetzt reiten und nicht ins Wasser fallen. So, wir haben ja ein Pferd. Das bedeutet, wir können einfach das machen. Nee, wir können einfach das machen. Zack. Und schon ist das Pferd drin. In unserem tollen Gehege und es kommt da auch nicht raus, weil es halt komplett umzäunt ist. Und ja, am Ende der Folge werden wir uns dann, denke ich mal, noch um das Gebäude kümmern, also um einen Stall, dass es auch schön aussieht, damit unser Pferd sich auch hier wohlfühlt, gell? Ja, natürlich. Das Pferd hat zugestimmt. So, dann hat das Pferd jetzt auch die Rüstung an. Das ist auch sehr schön. So, aber im Nether hat das Pferd nichts verloren. Denn höchstwahrscheinlich, da bewegt man sich halt so schnell fort. Da kann es halt ziemlich schnell mal passieren, dass man dann mit dem Pferd in die Lava reinrennt. Und das wollen wir nicht. So, was muss ich noch machen hier? Habe ich eigentlich noch gedacht, es gibt Dias? Ja, ich habe noch 4. Dann mache ich mir doch ein Diaschwert, oder? Falls dann zum Beispiel irgend so ein Wither-Skelett oder so mal so eine Idee hat, mich anzugreifen, dass ich mich dann auch wehren kann. So, dann ersetze ich mal das durch die Axt. Packe ich den Kessel hier hin, zack. Baublöcke wird Erde sein. Wenn ich vorgelegt habe. Oh, das wird Nacht. Begeist Zuweedwag. Genau. Du kannst nur nicht schlafen. Genau so redet man Deutsch, liebe Leute. Ja, okay, die Sonne muss erstmal den Horizont berühren. Die Sonne hat den Horizont berührt. Oh, wie das so aussieht. Das macht man natürlich auch im echten Leben. Man nimmt sich sein Schwert in die rechte Hand und man nimmt sich die Pfeile in die linke Hand und dann, also mache ich auch jeden Tag, ich habe immer mein Eisenschwert in der einen Hand und meine ganzen Pfeile in der linken Hand und schlafe dann mit ihnen in der Hand natürlich immer ein. Das ist Teddy-Ersatz. Mittlerweile. Das ist ganz normal. Ab da rein. Ja. Ich nehme den Bogen lieber in die Hand. Also ich weiß nicht, ich denke mal mit dem Bogen kann ich jetzt nicht mehr anfangen. Wenn da auf einmal direkt ein Gast direkt vor mir ist. Es könnte natürlich auch sein, wie beim letzten Mal, da ist ein Gast direkt vor mir und der greift mich nicht an. Aber es könnte auch sein, dass er mich nicht... Natürlich höre ich direkt schon einen Gast. Mensch! Werde ich hier nicht in Ruhe gelassen, oder was? So, die Frage ist, wie komme ich da runter?
Alter, ich habe irgendwie Angst, gerade da runter zu gehen. Ach, Moment, warum ist meine Erde nicht hier unten? Mensch. Ah, ich kann ihn nicht setzen. Oh, so einfach war's. So, dann komme ich auch wieder hoch später. Denn ich möchte ja später wieder hochkommen. So, ah, dann gehe ich einfach mal, au, dann gehe ich einfach mal hier runter. Zack. Dann, ist das ein Enderman? Ja, das ist ein Enderman. Und ein Viterium Skeletum, aber ja, da wollen wir nicht so nah dran, obwohl wir haben ein Diamantschwert, aber trotzdem, ja, das sind normale Skelette. Okay, interessant. Oh, hat er mich gesehen? Ja, der hat mich gesehen. Bam! Oh, Alter, oh! Nee. 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 Habe ich Magma-Creme bekommen? Nee, natürlich nicht. Also ich dachte, diese Dinger droppen Magma-Creme, aber... Naja. So. Dann geht's ab hinein. Gibt's hier irgendetwas Sinnvolles? Oh, Netherwarzen kann man, glaube ich, und eine Goldrüstung. Also eine Goldpferderüstung. Oh, da sind zwei Dingensens. Blazes. Ja, da ist noch so ein Ding. So ein Würfel. So, jetzt die Frage, wo gehe ich hin? Gehe ich zu den Blazes oder zum Würfel? Oh, beim Würfel sind noch die Magma. Nicht Magma. Warzen. Niterum-Warzen. So. Wo ist er denn? Hallo? Ah, da ist er. In your face. Oh, Alter, warum sind das so viele? Geh mir weg, Alter. Weg. Da brauche ich sogar kurz einmal den Einsatz vom... Dieser Schwert. Oh. Oh nein. Alter. Alter. Alter, der Crack. Ha. Gotcha. Zweimal Sattel und ein Feuerzeug. Warum nicht? Oh, und die beiden Pilze habe ich gar nicht gesehen. Die nehme ich mir auch mit. Warum nicht? Warum sollte ich sie nicht mitnehmen? So. Hier ist noch ein Pilz. So, der wird auch nochmal kurz getötet. Da muss ich mal ganz kurz eine neue Aufnahme starten. Ich habe jetzt mal ja, ein bisschen Licht angemacht hier, dass man mich ein bisschen besser sehen kann, habe ich mir bemerkt, ja, schon wenig schlechter. Nehm's. Mies, oh mein Gott, der ist ja direkt hier. Na, ja, oh, der hat sogar einen Stab gedroppt. Ja, baue ich mal das hier alles ab. Gehört mir, alles meins. Zack, 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 zack. Könnte sein, dass sich der Spielton ein wenig seltsam anhört. Das liegt dann ganz einfach daran, dass ich keine Kopfhörer anhabe und dass der Spielton zweimal aufgenommen wird. Und zwar einmal von hier aus und einmal von der Facecam. So, hier oben drüber, direkt oben drüber, ist Lava. Das ist nicht sehr schön. Hier ist so ein Balkon. Da ist das. Das ist ein Magma-Block. Okay. Da geht's noch mal runter. Okay. Dann gehe ich mal hier weg.
Hier lang gibt's nichts. Hier lang gibt's ein paar Kisten. Oh, hier ist Gold. Nice. Und Obsidian auch. Das ist auch sehr schön. Warte mal. Ich habe doch nur 2 Diamanten. Ich kann mir einen Zaubertisch machen. Hä? Warum ist mir das nicht früher aufgefallen, dass ich mir einen Zaubertisch machen kann? So, warte mal. Zuerst einmal diesen Spasti hier töten. So, oh, jetzt habe ich noch einen 2. Lohnstab bekommen. 3 Dias. Nice. Also jetzt kann ich mir auf jeden Fall ein Dings machen. Ist das Skelett in meiner Nähe? Nee. Okay, da ist noch ein etwas längerer Gang. Jetzt ist die Frage, wo kam ich her? LOL! Das ist ja riesig, dieses Teil. Alter Mann, ey. Da kann ich ja ewig lang hier. Okay, ich gehe jetzt raus. Ich gehe jetzt raus von hier. In der nächsten Folge erkunde ich das Ganze hier dann weiter. So, jetzt ist die Frage, wo kam ich her? Ich glaube, hier ist hier eine leere Kiste. Was war? In dieser Kiste habe ich... Nein, in der Kiste habe ich gerade eben gefummelt. Dann kam ich hierher. Die Kiste ist leer. Das ist eine Sackgasse. Na toll. Hier. Das ist auch eine Sackgasse. Vielleicht dieser Gang? Ist es? Nein, das ist schon wieder. Es ist schon wieder dieser Gang. Oh. Okay, ich mache mir mal Markierung mit Erde. Der hier ist es auch nicht. Ja, okay, das ist kein Gang. Das ist auch eine Sackgasse. So, dann kann es noch hier sein. Nein. Hier. Aber bestimmt ist es einfach dieser Weg. Ab nach Hause. Ab. Ich habe jetzt gerade keine Spitzhacke. Ich mache das einfach schwer. Oh, bitte sag, dass ich von hierher komme. Oh Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht angehen. Wow, Alter, hat mich dieses weiße Ding da erschreckt. Wow, Alter. Mann, ey. Der Nether ist ja echt schlimmer als Slender. So, dieser Gang ist es auch nicht. Welcher Gang kannst du noch sein? Es ist einfach dieser Gang. Oder? Wetten, es ist einfach dieser Gang. Ey, da. Na. Na. Ich beende die Folge heute im Nether. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben. Ich bin verloren für immer im Nether. Tschüss.